Hinweistafeln, Stoppschilder, Wegweiser. Das Universum ist manchmal weniger subtil, als unser menschlicher Verstand vermuten würde. Allerdings neigen wir Menschen auch leider dazu, ein wenig verbohrt und mit sprichwörtlichen Brettern vor dem Kopf durchs Leben zu gehen. Da kann es manchmal schon notwendig werden, eine deutliche Sprache zu sprechen. Jene des Universums ist, wen wundert es, universell und allgemein verständlich. Allerdings ist bekanntlich ja niemand blinder als der, der nicht sehen will. Deshalb bedient sich sogar das Universum manchmal der Holzhammer-Methode, um uns auf den rechten Weg zu führen. Die folgenden 6 Zeichen, die wir dir in unserem heutigen Video vorstellen, solltest du daher unbedingt ernst nehmen. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Träume als Botschaft. Angeblich begibt sich unsere Seele auf Wanderschaft, wenn wir träumen. Kein Wunder also, dass sämtliche Kulturkreise und Religionen der Welt den Träumen in irgendeiner Form Bedeutung beimessen. Geografisch reicht diese Tradition von den Traumzeiterzählungen der australischen Ureinwohner bis hin zu den Traumtänzen der indigenen Stämme Nordamerikas. Auch die Weltreligionen erzählen in ihren Gleichnissen und Lehren von der Bedeutung der Träume für das Leben der Menschen. Diese Erkenntnis ist also nicht nur sehr weit verbreitet, sondern auch bereits sehr alt. Versuche, dich am Morgen an deine Träume zu erinnern. Das kann man tatsächlich üben. Wenn du dich näher damit beschäftigen möchtest, führe ein Traumtagebuch, in dem du deine nächtlichen Erlebnisse notierst. Nummer 2. Stolpersteine pflastern deinen Weg. Vielleicht kennst du das. Du möchtest unbedingt einen bestimmten Job, ein ganz bestimmtes Hotel im Urlaub oder einen besonderen Menschen kennenlernen, der dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Was passiert? Der Job ist schon vergeben, das Hotel ist ausgebucht und der besondere Mensch kreuzt nie wieder deinen Weg. Was sich im ersten Moment wie eine Enttäuschung anfühlt, ist in Wahrheit ein Geschenk. Es muss sich nicht immer als solches zu erkennen geben, aber manchmal kommen wir im Nachhinein schon drauf, dass dieser Weg nicht der richtige für uns gewesen wäre. Der Job war in einem Unternehmen, das bald darauf pleite ging. Das Hotel hatte ein kleines Problem mit der Lebensmittelpolizei und der eine Mensch wäre leider kein guter Weggefährte für uns gewesen. Wenn das Universum Nein zu dir sagt, antworte mit Danke. Nummer 3. Zufälle über Zufälle. Jeder Mensch, der mit seinem Leben halbwegs im Reinen und im Einklang ist, weiß es intuitiv. Zufälle sind ganz deutliche Zeichen des Universums. Wenn du mit offenen Augen durch deinen Alltag spazierst, wirst du ihnen ständig begegnen. Wenn uns etwas zufällt, dann soll es ganz einfach hier bei uns sein. Wenn es hingegen mühsam wird, dann soll es eben nicht sein. Die Wissenschaft spricht im Falle des Zufalls von Synchronizität, also zeitgleichen Ereignissen. Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung beschreibt mit Zufall eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die keinen begründeten oder ersichtlichen Zusammenhang aufweisen können. Es besteht demnach keine Kausalbeziehung zwischen ihnen. Sprich, auch die Wissenschaft kann den Zufall nicht zufriedenstellend definieren oder erklären. Der Umkehrschluss, dass hier überirdische Mächte im Spiel sind, ist damit wohl ausreichend gerechtfertigt. Nummer 4. Du verlierst Gegenstände oder machst sie kaputt. Manchmal müssen Dinge verloren gehen, damit wir wieder zurück in die Spur finden. Wenn uns ständig Sachen aus der Hand fallen oder entfallen, dann spricht das Universum auch hier zu uns. Möglicherweise haben wir uns verzettelt oder sind an einem Punkt im Leben angelangt, wo es einer dringenden Inventur des Ist-Zustandes bedarf. Hier sind die Interpretationsmöglichkeiten zugegeben sehr breit gestreut. Wenn dir alles zu viel wird, ist es das wahrscheinlich auch. Wenn Chaos und Turbulenzen deine ständigen Begleiter sind, wird es vermutlich höchste Zeit, einmal auszumisten und Prioritäten zu setzen. Wenn unser Leben aus dem Ruder läuft und sich unerfreuliche Ereignisse häufen, ist uns vielleicht aber auch nur die Freude am Leben abhanden gekommen. Scherben bringen bekanntlich Glück.
Manchmal liefern sie aber auch nur eine Nachricht vom Universum bei uns ab. Schalte einen Gang zurück und besinne dich auf das, was dir wirklich wichtig ist. Ansonsten werden Verlust und Zerstörung dich so lange durch den Alltag begleiten, bis du die Lektion verstanden hast. Nummer 5. Sagenhaftes Naturphänomene und Totemtiere. Jetzt wird es zugegeben ein wenig esoterisch, aber auch im Hinblick auf Naturphänomene ist die Geschichte lange und die Bandbreite nahezu unerschöpflich. Viele Glaubensrichtungen und Religionen bieten unerklärlichen Phänomenen aus Flora und Fauna Raum und messen ihnen große Bedeutung zu. Bekanntestes Beispiel für göttliche und überirdische Zeichen aus der Natur sind Odins Raben in der Mythologie der Wikinger oder die Erscheinung von Totemtieren in sämtlichen Naturreligionen indigener Völker. Auch wenn wir in der heutigen Zeit vielleicht eher irritiert wären, wenn ein Wolf unseren Weg kreuzt, ein schwarzer Rabe, der uns immer wieder irgendwo auflauert und mit stechendem Blick verfolgt, ist möglicherweise ein flatterhafter Bote des Universums. Auch ein Regenbogen fällt in diese Kategorie. Die keltische Mythologie geht davon aus, dass an seinem Ende ein Schatz vergraben liegt. Doch ist es gar nicht nötig, diesen Erscheinungen so viel Bedeutung beizumessen. Wenn der Anblick eines bunten Regenbogens, einer weißen Feder oder eines Baumes im Wind uns nur dazu animiert, einen Moment lang innezuhalten, ist der Zweck bereits erfüllt. Selbst weniger spirituelle Menschen brauchen dann und wann einmal eine Pause. Nummer 6. Gut ist es, wenn es sich gut anfühlt. Schon William Shakespeare wusste es. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Will heißen, du bist dann auf dem richtigen Weg, wenn deine Gedanken mit deinen Gefühlen und deinem Körper in vollständiger Harmonie und im totalen Einklang sind. Das klingt ein wenig nach einer bewusstseinserweiternden Erfahrung, bedeutet im Endeffekt aber nur Gesundheit. Toxische Menschen und toxische Beziehungen können uns im wahrsten Sinne des Wortes krank machen. Dasselbe gilt für Arbeitsplätze und berufliche Tätigkeiten, die uns nicht erfüllen, unter- oder überfordern oder schlicht und ergreifend nicht unsere Berufung sind. Wenn etwas oder jemand uns krank macht, ist das leider unbedingt wörtlich zu verstehen. Umgekehrt fühlen sich der richtige Weg, die gute Entscheidung und die oder der ideale Partner einfach nur gut an. Wir schweben auf Wolke 7 und können für kurze Zeit zumindest erahnen, wie es sich anfühlt, fliegen zu können. Ein Hochgefühl ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Richtung stimmt. Es geht aufwärts. Unser heutiges Fazit: Augen auf die Straße. Das Leben ist nicht immer einfach. So viele Herausforderungen gilt es zu meistern, so viele Entscheidungen zu treffen. Wenn wir unserem Bauchgefühl vertrauen können, ist dies ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wenn diese allerdings nicht stimmt für uns, gibt es eine schützende Hand, die immer mindestens ein Auge auf uns hat, das Universum. Es spielt aber keine Rolle, welche Namen wir ihm geben oder ob wir diese überirdische Macht im Kontext mit einer Religion oder einer ganz individuellen Glaubensvorstellung sehen wollen. Oder wie ein großer Philosoph des 20. Jahrhunderts es auszudrücken pflegte: Was auch immer dich durchs Leben trägt, es ist in Ordnung. Die Zeichen allerdings, die uns gute Mächte beständig schicken, sollten wir nicht außer Acht lassen. Wie in jeder Verkehrssituation gilt auch für den Weg des Lebens: Augen auf die Straße und viele Konzentration auf das Ziel. Das war's für heute. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Vielen Dank fürs Zusehen!